das Wort. Ja, guten Abend, Herr Huber. Vielen Dank für diese wohlwollende Einführung. Ich share gleich noch meine Slides. So, und ich freue mich, dass wir derart zahlreiches Publikum haben. Das ist online auch nicht mehr selbstverständlich. Mein Thema heute Abend: Veröffentlichung im Internet. Wo liegen die rechtlichen Hürden? Und zwar für Archive. Mein Ziel ist, Ihnen heute Abend einen Einstieg zu geben, wo aus meiner Sicht die Probleme, aber auch die Chancen liegen, nämlich bei der digitalen Transformation, bei der Digitalisierung. Ich werde auch versuchen, das vergleichsweise allgemein zu halten. Es wird um Urheberrecht gehen, es wird um den Persönlichkeitsschutz gehen. Und dann können wir das dann je nach Hintergrund, den Sie haben, nach meinem eigentlichen Vortrag gerne noch mit Fragen, mit Diskussionen vertiefen. Zu meiner Person wurde schon einiges gesagt. Deshalb lege ich gleich los. Falls es noch Fragen geben sollte, dann stellen Sie die bitte gerne später. Ich stehe ja zur Verfügung. Steigen wir also gleich ein. Archiv einerseits, Digitalisierung andererseits. Nun, die meisten von Ihnen sind ja Fachpersonen in diesen Bereichen. Ich selbst bin es nur so halb. Deshalb beginne ich mit einer Definition. Und da schlägt man nach. Dort, wo man teilweise scherzhaft von der allwissenden Müllhalde spricht, in der Wikipedia, hier in der deutschsprachigen Wikipedia, finde ich aber eine gute Definition. Es gibt Archivgut und dieses wird von einem Archiv aufbewahrt, benutzbar gemacht, erhalten. Archivierung. Archive, die können einen Fokus haben, Zuständigkeit, Sammlungsschwerpunkte. Da gibt es Institutionen, Organisationseinheiten. Bitte denken Sie auch daran, wir sind jetzt zwar zu Gast heute Abend bei einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung, ein Archiv kann aber jedermann aus meiner Sicht betreiben. Es gibt auch viele Hobbyarchive und so weiter und so fort. Es gibt also nicht nur diesen öffentlich-rechtlichen Rahmen, auch wenn der natürlich in der Schweiz sehr bedeutsam ist, vermutlich auch die größten Bestände hat. Jedenfalls, es geht einerseits um die Aufbewahrung, Erhaltung, das ist klar, da wird eingeliefert, aber eben vor allem auch um die Benutzbarkeit. Ein Archiv, dessen Archivgut nicht benutzt werden kann, ja, dann kann man etwas salopp sagen, das ist ja wertlos. Das ist wie ein Tresor, wo sie Gold lagern und da kommt man nicht mehr heran. Man kann es auch so zusammenfassen, die einzelnen Schritte. Es wird gesammelt. Da schaut man mal, was kommt da eigentlich rein. Dann erschließt man es, man sortiert es, Metadaten und so weiter. Da muss man aufpassen, dass das bewahrt werden kann. Gerade digitale Daten ist ja bekanntlich eine große Herausforderung, dass man diese Daten, die man heute bekommt, auch in 20 Jahren noch zugänglich machen kann oder bereitstellen kann. Und das Ganze soll dann auch vermittelt werden. Das ist auch so dieser Prozess. Was jetzt hier nicht darauf ist, es kann natürlich auch sein, dass man Archivgut löscht, vernichtet, entsorgt. Man hat ja keinen unbeschränkten Platz, typischerweise. Traditionell sieht das so aus, hier am Beispiel der ETH-Bibliothek. Es gibt ein Archiv, da gibt es Sammlungen, Archive, einen Lesesaal. Man schaut vorbei. Das ist traditionell. Wenn ich also etwas will, dann muss ich vorbeigehen vor Ort. Es gibt Öffnungszeiten, ein Gebäude. Vielleicht muss ich mich registrieren lassen, vielleicht brauche ich einen Ausweis. Allenfalls ist der Zugang beschränkt. Aber der Zugang, der ist mit gewissen Hindernissen verbunden. Nun, vor einiger Zeit hat sich etwas geändert, nämlich das Internet. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, aber vor allem das World Wide Web kam auf. Hier ein Bild, 1993, einer der ersten Browser, der NSCA Mosaic Browser, war auch für mich einer der ersten Browser. Und ja, klar, da war natürlich auch die ETH sehr früh dabei. ETHZ.ch war einer der ersten schweizerischen Domainnamen, auch weil das Internet natürlich aus dem akademischen Bereich kommt und die ETH schon damals sehr gut unterwegs war. Aber also es kam das Internet, es kam das World Wide Web und klar, da baute man dann Websites, die sehen heute ungefähr so aus. Den Herrn Huber sehen wir auch hier, genau, da haben wir es gleich doppelt. Aber das genügt heute natürlich nicht mehr. Es genügt nicht mehr zu sagen, ah, kommt vorbei, schaut, wie sind die Öffnungszeiten und so weiter, ruft uns an, sondern der Zugang, der muss auch digital erfolgen können. Das sieht dann zum Beispiel so aus, kann man suchen, habe ich das Stichwort Swissair eingegeben und könnte mich jetzt da unterschiedlich vertiefen. Zum Teil würde ich sehen, oh, das kann ich gleich online abrufen. Zum Teil muss ich vor Ort vorbeischauen. Aber es gibt diesen Online-Zugang, das entspricht heute auch der Erwartung, denke ich. Gerade im Moment, wo man vielleicht sagt, ja, ich möchte nicht vor Ort vorbeischauen, wegen der Pandemie, weil ich nicht den ÖV nutzen will oder so. Aber in jedem Fall sehr praktisch. Vielleicht ist man ja auch nicht gerade vor Ort. Das wird heute erwartet, gehört dazu. Hier das Hochschularchiv online,
ein Zugang über das Internet, und zwar ein möglichst freier Zugang. Das sieht man auch sehr nett in den Bedienungshinweisen. Bequem von zu Hause aus konsultieren. Klick auf digitales Original, wenn es eben ein digitales Archivgut ist, oder digitalisiert, wenn etwas digitalisiert wurde. Was wirklich sehr schön ist, übrigens auch in der Strategie enthalten, digitale Transformation, denn weltweit, das soll weltweit den freien Zugang eben ermöglichen, auch im Sinn von Open Access, Open Data, man kann auch sagen Open Science im akademischen Umfeld. Aber das ist ganz klar, Sie sehen Strategie 2021 bis 2024, da wird daran gearbeitet, auch wenn es natürlich vieles schon gibt. Digitale Transformation ist hier das Stichwort. Jetzt, ich persönlich sage, ja, ist super, oder? Springt man in die Luft und sagt, juhui, Möglichkeiten wie noch nie, viele Chancen, toll. Kann auch für Archiv eine große Chance eben darstellen. Allein schon, dass Nutzerinnen und Nutzer plötzlich das Archivgut nutzen können, die vorher gar keine Möglichkeit dazu hatten, international Personen, die nicht vor Ort vorbeischauen konnten. Da kann auch ein lokales, ein nationales Archiv kann plötzlich an internationaler Ausstrahlung gewinnen, wenn es richtig unterwegs ist. Nun gibt es aber natürlich wie immer Personen, die sagen, ja, das ist ja alles nett und so, aber muss denn gleich die ganze Welt freien Zugang haben? Archivgut ist ja sehr unterschiedlich und da stellen sich dann eben auch neue Fragen, denn eben wenn bislang der Zugang beschränkt war, früher auch nur gedruckt, da konnte man irgendwie kopieren oder so. Es gab einfach viele Hürden, auch um mit diesem Archivgut etwas zu machen. Es war nicht ein paar Klicks. Heute sind es im besten Fall ein paar Klicks. Oh, ich habe es gesucht, gefunden, veröffentlicht, weiterverwertet und so weiter und so fort. Das also häufig die kritische Frage. Und natürlich auch, selbst wenn man sagt, ja, die ganze Welt, die soll Zugang haben, ja, darf die ganze Welt freien Zugang haben? Das wäre dann die andere große Frage hier bei der Digitalisierung. Beginnen wir mit zwei Rechtsthemen oder gehen wir zu zwei Rechtsthemen über, die Antworten darauf liefern und auch durchaus sagen, nein, nicht die ganze Welt darf freien Zugang haben, selbst wenn man sich das wünscht. Also Urheberrecht. Was ist das Urheberrecht? Schauen wir ins Gesetz, ins Urheberrechtsgesetz der Schweiz, ins URG. Da ist es immer eine gute Empfehlung, direkt ins Gesetz schauen. Gerade die schweizerischen Gesetze sind sehr lesbar und findet man auch frei online zugänglich auf der Website der Eidgenossenschaft. Also Urheberrecht, es geht um die Urheberin oder den Urheber. Das sind natürliche Personen, die ein Werk schaffen. Was ein Werk ist, könnte jetzt einen abendfüllenden Vortrag hergeben, aber gehen wir einfach mal davon aus, Archivgut sei ein Werk, also urheberrechtlich geschützt. Das ist häufig nicht so, aber gehen wir einfach mal davon aus. Und Urheber, Urheberinnen, die sollen eben geschützt werden. Wir alle können natürlich Urheberinnen und Urheber sein. So, das ist die romantische Vorstellung bei mir, bei einem Archiv ist immer, die Briefsammlung, die Liebesbriefe aus der Jugend, die man dann abrufen kann oder nachlesen kann von einer bekannten Persönlichkeit. Aber das kann urheberrechtlich geschützt sein. Nun, das Urheberrecht ist ein absolutes Recht. Das heißt, der Urheber oder die Urheberin hat eben das ausschließliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie ein Werk verwendet wird. Es gibt Ausnahmen, da wird ein kleiner Disclaimer angebracht. Sehr bekannt ist die Verwendung zum Eigengebrauch, Eigengebrauch im Unterricht oder das Zitatrecht. Aber das ausschließliche Recht, das geht sehr weit. Wenn die Urheberin, der Urheber nicht will, dann darf man das Werk grundsätzlich nicht verwenden. Grundsätzlich zur Erinnerung, wenn das ein Anwalt, ein Jurist sagt, weil immer, es gibt Ausnahmen, eben Ausnahmenschranken, wie hier im Urheberrecht. Lesen wir noch weiter. Immerhin, das Urheberrecht ist übertragbar und vererblich. Vererblich ist ein häufiges Thema, denn häufig entdecken erst die Erben, dass Werke einen Wert haben können. Wenn man das böse ist, sagt man auch, es ist nicht das Urheberrecht, sondern das Urhebererbrecht. Da entdeckt man dann sehr bekannt James Joyce zum Beispiel oder das Tagebuch der Anne Frank, wo es dann Streitigkeiten gibt mit den Erben, was man mit diesen Werken denn machen darf oder eben nicht. Bei James Joyce mit den Übersetzungen. Hier gleich mal wieder eine wichtige Einschränkung. Bloß weil man jetzt ein Werk zum Beispiel als Buch in der Hand hält und das einem Archiv übergibt, schließt das noch keine Verwendungsbefugnisse ein. Das Archiv hat dann einfach mal das Buch, das Werkexemplar. Selbst wenn das das Original ist, selbst wenn es der Originalbrief ist, der Original-Liebesbrief wäre, diesem etwas romantischen Beispiel,
Da gibt es auch keine Verwendungsbefugnisse. Rechtlich spricht man dann von der Zweckübertragungstheorie, kann man diskutieren, wie weit diese Befugnisse gehen. Aber auf den Punkt gebracht, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann hat man halt ein Werkexemplar, ein Buch mehr, das irgendwo liegt, mit dem man aber nichts machen kann. Schon gar nicht, da darf man es einfach so mal digitalisieren. Das Urheberrecht geht wirklich sehr weit. Also, was macht man? Man schafft eine rechtliche Grundlage, denn Archive erfüllen eine Funktion, die im öffentlichen Interesse liegt, die erwünscht ist. Und da schafft man eine rechtliche Grundlage und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Man schafft ein Gesetz oder Gesetze. In der Schweiz im öffentlich-rechtlichen Bereich gibt es Archivgesetze oder Archivierungsgesetze bei den Kantonen, aber auch auf Bundesebene. Auch weitere Erlasse, die relevant sind, hier eben zum Beispiel auch das Urheberrecht, das auch gewisse Dinge erlaubt. Oder man schließt einen Vertrag. Wir haben ja vorhin gesehen, das Urheberrecht ist übertragbar. Und übertragbar bedeutet, man schließt einen Vertrag, man oder gibt eine Erklärung ab, kann auch einseitig sein, muss aber angenommen werden. Da hat man viele Möglichkeiten. Vertrag in diesem Bereich übrigens ist grundsätzlich formfrei. Eben der könnte auch mündlich geschlossen werden. Macht man natürlich mit Vorteil schriftlich oder im digitalen Raum in einer Form, die dann einen Nachweis auch langfristig erlaubt. Zum Beispiel mit einer EID, einer qualifizierten elektronischen Signatur für die, die bereits damit unterwegs sind. Nun ist aber die Frage, ja, jetzt haben wir hier ein Bild 1919, ist aus dem Bildarchiv der ETH-Bibliothek, ist Public Domain, gemeinfrei, also nicht urheberrechtlich geschützt, aber nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Aber 1919, ja, wie war das Gesetz damals? Spielt das eine Rolle? Oder man hat 1919 einen Vertrag abgeschlossen. Irgendein Werk damals, Archivgut, wurde damals einem Archiv übergeben. Damals dachte in diesem Vertrag noch niemand an die Digitalisierung, an das Internet. Das konnte man sich damals gar nicht vorstellen, war vermutlich noch nicht einmal Gegenstand der Science Fiction. Das heißt, darin kann ein Problem liegen, dass Rechte durchaus mal eingeräumt wurden, übertragen wurden, aber dass die dann für neue Verwendungszwecke eben gar nicht gelten. In der Musikindustrie ist das immer noch ein großes Thema, wenn man Musik per Streaming konsumiert, online konsumiert. Dann gab es lange Zeit das Problem, dass gewisse Werke nicht verfügbar waren. Und zwar nicht, weil das niemand wollte, sondern weil es eben ein Problem gab, die Rechte zu beschaffen. Das sind Probleme, die löst man fortlaufend. In der Musik ist das Problem heute viel kleiner als auch schon. Aber man kann ja nicht die Zukunft vorhersehen oder man kann es einfach probieren. Aber wenn man das eben nicht genügend probiert hat, dann gibt es Einschränkungen. Da kann es sein, dass es Archivgut gibt, das darf man im traditionellen Archiv fast beliebig nutzen, aber es dann online oder gar weltweit zu präsentieren, kann ein Problem sein. Immerhin, das Urheberrecht, das erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin für alle anderen Werke. Wieso steht da alle anderen Werke? Für Computerprogramme und sogenannte Lichtbilder beträgt die Schutzfrist eben 50 Jahre. Hier aber eben 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers ist eine lange Zeit, aber eine Zeit, die mal vorbeigeht, natürlich. Es gibt also Werke, die oder alle Werke sind irgendwann nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Im Kontext der Digitalisierung natürlich sind 70 Jahre nach dem Tod oder bei einer jungen Person können das also irgendwie 150 Jahre oder so sein, eine viel zu lange Zeit. In der Digitalisierung, im digitalen Raum sind es ganz andere Größenordnungen. Was vor 5 Jahren aktuell war, ist heute beinahe schon antiquarisch, archäologisch, könnte man auch sagen, wenn es 10 Jahre alt ist. Aber wichtig zu wissen, auch als Erinnerung, das Urheberrecht endet nicht ewig. 70 Jahre nach dem Tod haben auch die Erben dann keine Ansprüche mehr auf die Werke ihrer Vorfahren. Soweit die Schranke Urheberrecht, was man da für Möglichkeiten hat, auch was in dieser Hinsicht dann gilt. Wechseln wir zum Persönlichkeitsschutz. Der gilt uns persönlich, wir alle sind ja, wollen das vermutlich auch sein, Persönlichkeiten. Persönlichkeitsschutz, auch hier wieder der Blick ins Gesetz, nämlich ins ZGB, ins Zivilgesetzbuch. Da gibt es einen Abschnitt Schutz der Persönlichkeit. Und da muss man gleich sagen, der ist ziemlich allgemein, schwammig gehalten. Da gehen einfach davon aus, oh, es wissen ja schon alle, was Persönlichkeit ist. Stimmt natürlich nicht. Entsprechend gibt es eine Rechtsprechung, die zum Teil auch sehr weit zurückgeht. Jedenfalls aber sagt das Gesetz, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, der kann sich dagegen wehren. Und zwar gegen alle, die mitwirken, kann man vor Gericht gehen. Auch da wieder ein sehr weitgehender Anspruch mit der Einschränkung, die Persönlichkeit muss widerrechtlich verletzt werden.
Da wird dann eine Güterabwägung vorgenommen. Man schaut mal, ja, da wurde die Persönlichkeit zwar vielleicht verletzt, aber es gab eine Rechtsgrundlage. Denken Sie an Maßnahmen der Polizei. Die darf die Persönlichkeit verletzen. Wenn sie verhaftet werden, wird ihre Persönlichkeit verletzt, aber die Polizei kann sich hoffentlich auf eine rechtliche Grundlage abstützen. Oder ein Medium, das über eine bestimmte Person berichtet. Die Person, die hat das nicht gern, die beklagt sich, aber wenn sie eben entsprechend berühmt ist, dann muss sie sich das bis zu einem gewissen Grad gefallen lassen. Ein relevantes Beispiel, auch in Bezug auf Archive, ist immer das Recht am eigenen Bild. Stellen Sie sich vor, wir haben diese Menschenmenge her und die sind noch nicht so etwas verschwommen dargestellt, weil lange belichtet wurde, sondern man kann diese Personen auch noch erkennen. Und das Recht am eigenen Bild ist Teil des Persönlichkeitsschutzes und das sagt, wir alle, wir haben das Recht zu entscheiden, wollen wir fotografiert, wollen wir gefilmt werden und falls wir damit einverstanden sind, wie dürfen diese Bilder, wie dürfen diese Aufnahmen verwendet werden. Das ist auch der Grund, für den Vortrag heute habe ich die ETH gebeten, doch meine Einwilligung zu geben, damit eben zum Beispiel jetzt mein Bild, das Sie hier auch sehen, verwendet werden darf. So macht man das auch rechtlich völlig korrekt. Aber auch das Recht am eigenen Bild geht sehr, sehr weit. In der Praxis sagen Sie jetzt vermutlich, ja, heute mit den Handys und da wird einfach gefilmt und veröffentlicht. Ja, ist der Klassiker, kein Kläger, kein Richter. Die meisten erfahren das gar nie, dass sie vielleicht fotografiert wurden. Wenn das Bild dann wohlwollend ist und so weiter, dann stört das auch niemanden. Aber das geht eigentlich sehr weit. Es geht heute sogar so weit in der Digitalisierung, auch gemäß der Rechtsprechung in der Schweiz, dass es kein sogenanntes Beiwerk mehr gibt. Früher sagte man, ja, wenn da ganz viele Personen auf einem Bild sind, aber die nicht im Vordergrund stehen, dann ist es sogenanntes Beiwerk. Und dann können die sich nicht auf das Recht am eigenen Bild berufen. Das Bundesgericht hat aber im Zusammenhang mit Google Street View entschieden, dass man ja digital auch heranzoomen kann, dass es weitere Möglichkeiten gibt, Personen zu erkennen, dass es also nicht mehr gilt. Dieses Urteil ist, wenn ich richtig im Kopf habe, auch schon über 10 Jahre alt. Heute ist auch in den Schlagzeilen häufig, gibt es Gesichterkennung, Personenerkennung, das Recht am eigenen Bild, wirklich sehr relevant, immer relevanter. Auch natürlich, wenn die Durchsetzbarkeit schwierig sein kann, wenn man selbst betroffen ist. Aber das gilt an und für sich. Und ein seriöses Archiv wird natürlich nicht sagen, ja, da wehrt sich schon keiner, wir machen mal, was wir wollen. Konkretisiert wird dann der Persönlichkeitsschutz vor allem durch den Datenschutz. Das kann man sich wie eine Teilmenge des Persönlichkeitsschutzes vorstellen. Und der Datenschutz ist dann auch sehr konkret, gibt es auch ein Gesetz, das Datenschutzgesetz DSG, das übrigens gerade in Revision ist. Und diese Woche findet im Parlament in Bern findet die Schlussabstimmung statt. Das heißt, wir werden in Kürze, nächstes Jahr voraussichtlich, ein revidiertes Datenschutzgesetz in der Schweiz erhalten. Auch ein Thema, das Sie im Auge behalten sollen. Was ist hier der Zweck? Wie schon beim Urheberrecht sieht man immer, wenn man da in die ersten Artikel geht, häufig Artikel 1, da wird erklärt, was das Gesetz denn überhaupt bezwecken soll. Hier eben Schutz der Persönlichkeit, Persönlichkeitsschutz von Personen, über die Daten bearbeitet werden. Und solche Daten sind zum Beispiel Bilder, die Sie und mich zeigen, aber auch andere Daten, die sich auf uns beziehen. Der Begriff der Daten, der geht im Datenschutzrecht sehr weit. Als Faustregel können Sie davon ausgehen, dass es fast immer um Daten, um Personendaten geht, so im Zweifelsfall. Immerhin, der Persönlichkeitsschutz, der bezieht sich auf die Persönlichkeit und die beginnt in der Schweiz mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tod. Also anders als beim Urheberrecht, das über den Tod hinausgeht, die Persönlichkeit, kann man sagen, ist genetisch vielleicht zum Teil vererblich, aber in rechtlicher Hinsicht endet die Persönlichkeit in der Schweiz mit dem Tod und damit eben auch der Persönlichkeitsschutz. Das ist übrigens nicht in allen Ländern gleich. Es gibt in anderen Ländern auch einen Persönlichkeitsschutz, der über den Tod hinausgeht. Das wurde auch in der Schweiz vorgeschlagen, hatte bislang aber keine Chance im Parlament. Die Angehörigen, die können einen gewissen Schutz beanspruchen. Der geht in der Schweiz aber auch wenig weit. Ein Beispiel wäre, es verstirbt jemand und dann gehen die Blickjournalisten gehen auf den Friedhof oder fotografieren die Beerdigung und so. Da können dann die Angehörigen sagen, nein, da haben wir auch zusammen mit der verstorbenen Person Persönlichkeitsschutz. Aber ansonsten, die Persönlichkeit wirklich, die endet mit dem Tod. Insofern kann man sagen, ja, das Gesetz
Das Datenschutzgesetz, das DSG, gilt für das Bearbeiten von Daten natürlicher Personen, die noch leben. Das ist eine wichtige Unterscheidung, eben genau, wenn man den Blick ins Ausland wirft, wo das anders sein kann. Nun gibt es aber, ein großes Aber, denn da gibt es dann wieder Sonderbestimmungen. Da sieht man also, ja, in gewissen Gesetzen und so weiter, dachte man dann, okay, wir brauchen doch etwas mehr Schutz. Zum Beispiel im Archivierungsgesetz, im BGA auf Bundesebene, hat es eine Regelung, die sagt, ja, wenn Personendaten eben besonders schützenswert sind, dann gibt es eine Schutzfrist von 50 Jahren. Das ist eine gesetzliche Grundlage, heißt es aber auch, die endet spätestens 3 Jahre nach dem Tod der betroffenen Person. Das ist ein Beispiel, wo der Persönlichkeitsschutz dann gesetzlich um 3 Jahre verlängert wird bei einem Archiv, das unter dieses Gesetz fällt. Besonders schützenswerte Personendaten können Sie sich so vorstellen, ein Beispiel sind Daten über die politische Gesinnung, auch im Zusammenhang mit medizinischen Angaben, im Zusammenhang mit Strafverfahren, das sind besonders schützenswerte Personendaten. Einerseits das Gesetz und hier der andere Fall, quasi der Vertrag, hier die Einwilligung, es sei denn, die betroffene Person hat zugestimmt. Da kann es also auch sein, wenn betreffende Daten, betreffendes Archivgut angefordert wird, dass man bei der betroffenen Person nachfragt, die dann natürlich allenfalls Nein sagen kann. Aber hier sieht man, es gibt wieder Spezialregelungen in diesem Bereich. Das wäre aber streng genommen nicht zwingend. Und da geht es natürlich auch in beide Richtungen, dass man zum Teil auch ein Interesse hat, dass die Daten von gewissen Personen nicht ohne weiteres zugänglich sind. Auch da gibt es ja viele Spezialbestimmungen. Was mir immer wieder begegnet, ist im Bereich des Nachrichtendienstes, wo es auch Schutzfristen gibt. Die haben nichts direkt mit der Person zu tun, sondern mit irgendwelchen übergeordneten staatlichen Interessen, wo dann die Schutzfristen faktisch bis in alle Ewigkeit gelten können. Aber hier ein Beispiel, wie das mit dem Persönlichkeitsschutz, mit dem Datenschutz geregelt sein kann. Insofern mein Zwischenfazit. Ja, man hat Archivgut und je weniger oder Personenbezug das hat, im Idealfall eben gar keinen, desto einfacher ist es handzuhaben. Und wenn es nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist, dann hilft das eben auch gerade bei der Digitalisierung. Es fehlen dann einfach 2 Angriffspunkte, wo sich betroffene Personen oder auch beim Urheberrecht auch Organisationen oder Erben gegen die Archivierung zur Wehr setzen können. Archivierung bedeutet ja eben nicht nur, dass man das einlagert und es niemand mehr nutzt, sondern im Gegenteil, Archivierung umfasst ja auch die Bereitstellung, die ganze Nutzbarkeit. Das also hier, Sie haben gesehen, beim Persönlichkeitsschutz, beim Urheberrecht gibt es viele Hürden, aber auch durchaus Möglichkeiten. Früher oder später ist mit beiden immer Schluss. Die Probleme entstehen meist natürlich, weil man nicht so lange warten möchte. Was kann man denn da machen und was bedeutet das? Darum soll es jetzt noch gehen. Denn, wie gesagt, rechtliche Grundlagen sind dann das A und O, auch für die Archive. Was machen die Archive? Sie schließen zum Beispiel Nutzungs- und Übergabeverträge. Es gibt auch Dinge, die sind bereits gesetzlich geregelt, eben vor allem auch im öffentlich-rechtlichen Bereich, dass vieles gesetzlich geregelt. Welche Behörde muss welchem Archiv was wie übergeben und was passiert, wenn das Archiv das nicht annehmen will oder muss es ja annehmen und so weiter und so fort. Aber denken Sie wieder daran, es gibt eben auch andere Archive. Und wenn es keine gesetzliche Grundlage gibt, wieso etwas archiviert werden muss und oder darf, dann schließt man typischerweise so einen Vertrag. Der Übergabevertrag natürlich, wenn es physisches Archivgut ist, der Nutzungsvertrag eher, wenn es eben ein digitales Thema ist, etwas, das nur digital existiert. Was steht typischerweise in solchen Verträgen drin? Klar, das Archivgut muss definiert werden. Was wird da überhaupt übergeben? Materialgüter oder Sachen? Im Alltag setzen wir Materialgüter und Sachen häufig gleich, aber denken Sie daran, Immaterialgüter, die sind eben wirklich immateriell, sind ubiquitär, weil sie x-fach existieren können. Eine Sache gibt es nur einmal, ein Buch gibt es nur einmal. Man kann das gleiche Buch mehrfach drucken, aber es ist immer ein einzelnes Buch. Ist aber aufwendig und auch in der Archivierung wollen Sie vermutlich typischerweise nicht 10-mal das gleiche Buch archiviert haben. Immaterialgüter hingegen, die kann man beliebig kopieren. Wir haben hier ein Beispiel.
ich halte diesen Vortrag und mein Bild wird in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit x-fach vervielfältigt. Es geht um die halbe Welt, so wie wir jetzt hier Zoom nutzen. Das heißt, die Natur von Immaterialgütern ist eben eine andere. Viele Dinge sind einfacher. Materialgüter eben kann man sehr viel einfacher reproduzieren. Hingegen die Aufbewahrung und dann die Nutzung wieder, wie schon eingangs erwähnt, ja, das Format, das heute perfekt ist, funktioniert das in 10 Jahren noch oder soll es in 100 Jahren noch funktionieren? Sehr, sehr anspruchsvolle Aufgaben. Dann natürlich die Bedingungen für das Archiv und auch seine Nutzerinnen. Gibt es ganz unterschiedliche Motive. Wenn es eben jetzt öffentlich-rechtlich reguliert ist, dann ist das schon definiert, was hier passieren soll. Privat aber, gerade Privatarchive, die dann vielleicht auch an öffentlich-rechtliches Archiv übergeben werden sollen. Da gibt es häufig Vorstellungen, zum Beispiel freier Zugang. Was sollen die Nutzerinnen und Nutzer damit anfangen dürfen? All diese Dinge sollten geregelt werden. Und dann klar, gibt es eine Pflicht zur Archivierung. Wer etwas in ein Archiv einliefert, der will, dass es archiviert bleibt. Das Archiv umgekehrt will im Normalfall aber auch ein gewisses Recht haben, zu entscheiden, das zu löschen, zu vernichten oder auch sagen, ja, wir haben es im Archiv, aber wir machen es nicht ohne weiteres zugänglich. Da will man im Normalfall frei entscheiden können, auch allein schon aufgrund beschränkter Ressourcen. Oder Archivgut, das heute relevant erscheint, ist in 50 Jahren gar nicht mehr relevant. Im digitalen Raum kann man sagen, ja, Speicherplatz haben wir quasi unbeschränkt, aber digitales Speichern und vor allem Erhalten von Daten ist ja bekanntlich aufwendig. Auch wenn das günstiger wird, auch wenn Speicherplatz heute vielleicht weniger ein Thema ist als früher, aber es ist immer Aufwand damit verbunden. Es gibt nichts ganz kostenlos. Dann vielleicht auch Gewährleistung, Haftung. Wer das einliefert, da sagt das Archiv, zum Beispiel, wenn Personendaten dabei sind, ja, dürfen wir das? Der haftet dafür. Was ist, wenn sich da jemand beschwert und so weiter? Das kann man regeln. Und zum Teil sieht man auch Laufzeiten. Die typische Laufzeit ist unbeschränkt. Es soll dann nicht wieder retour gehen im Normalfall. Aber was man viel sieht in solchen Verträgen ist, dass wenn die eingeräumten Rechte, die Lizenz verletzt wird, dass der Vertrag dann endet. Das ist letztlich der ultimative Anreiz, dass ein Archiv sich an die Bedingungen hält. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, aber das würde typischerweise in so einem Vertrag drinstehen. Auch wenn jemand jetzt selbst ein Privatarchiv eröffnen möchte oder so, das sind Dinge, die man berücksichtigen sollte, die man berücksichtigen kann. Und wenn Sie in die einschlägigen Gesetze reinschauen, dann finden Sie dort eben auch solche Bestimmungen. Schließlich, ja, wo liegen denn die Grenzen dieser digitalen Transformation? Sie erinnern sich vielleicht an das Bild ziemlich am Anfang. Juhu, wir haben da die digitalen Möglichkeiten, aber die hat Grenzen. Hier noch einige Sätze dazu. Es gibt natürlich Grenzen, dass man etwas gar nicht veröffentlichen darf. Deshalb finde ich interessant, in dieser Strategie für die Sammlung und Archive der ETH Zürich habe ich entdeckt, dass man anscheinend prüft, einen virtuellen Nutzungsraum aufzubauen, um Objekte, die eigentlich nicht im Web publiziert werden dürfen, doch noch in digitaler Form publizieren zu können. Finde ich sehr interessant. Ich verstehe das so, dass man wie den echten Lesesaal in den digitalen Raum versucht zu transformieren. Bin ich neugierig, ob und falls ja, was genau daraus wird. Und das andere große Thema, hier eine etwas altmodisch wirkende Landkarte, auch mit der Schweiz. Wir sind ja von Ausland umgeben, wir sind Teil der Welt. Und wenn man im Internet unterwegs ist, hat man immer das etwas unschöne rechtliche Problem, dass jedes Land eigentlich erklärt, dass alles, was abrufbar ist, unter das eigene Recht fällt, auch den eigenen Gerichten die Zuständigkeit gibt. Und das führt natürlich offensichtlich zu Problemen. Die sind je nach Land mehr oder weniger relevant. Aber gerade das Beispiel Persönlichkeitsschutz oder auch Urheberrecht, das ist nicht überall gleich geregelt. Es kann also sein, dass ein Archiv, das Archivgut online sehr frei zugänglich macht, in der Schweiz das Recht hier zu 100% einhält, kein Problem mit dem Urheberrecht, kein Problem mit dem Persönlichkeitsschutz, dass das das Recht in einem anderen Land verletzt, dann eben dort Ärger kriegen kann. Oder je nach Inhalt, stellen Sie sich vor, irgendwie Bilder, die in einer anderen Kultur oder einer anderen Rechtsart als freizügig gelten, wir nehmen das gar nicht wahr, dann kriegen Sie dort ein Problem. Oder Bilder können auch immer eine politische Funktion haben. Stellen Sie zum Beispiel vor, ein Schweizer Online-Archiv hat Bilder, die den türkischen Völkermord an den Armeniern zeigen. Ist ein umstrittenes Thema. In der Schweiz kein Problem, da das zu zeigen, in einem historischen Kontext sowieso nicht. Aber in der Türkei könnte das einen Ärger geben. Auch da liegt also eine Grenze.
Das ist immer genau die gleiche Grenze, wie Sie auch haben, wenn Sie zum Beispiel E-Commerce betreiben oder eine Online-Publikation betreiben, ist ein ungelöstes Problem, wo man dann häufig eine Gratwanderung fährt und auch online vielleicht den Zugriff einschränken muss. Das härteste Beispiel ist, wenn Sie bei einer Schweizer Bank im Internet die Wechselkurse abrufen wollen, dann werden Sie häufig gefragt, ja, wohnen Sie denn in der Schweiz? Sonst erhalten Sie keinen Zugang. Bei den Archiven ist die Situation zum Glück nicht ganz so streng, aber auch das ist eine Grenze der digitalen Transformation, die man sich in Erinnerung rufen sollte. Ja, damit bin ich durch mit meinem Einstieg. Ich hoffe, ich konnte mit einigen Hinweisen auch auf sehr einer grundlegenden Ebene mit Verweise auf die gesetzlichen Grundlagen überzeugen und bin neugierig, ob Sie Fragen haben, was Sie für Fragen haben. Vielen Dank.